Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kaltus, die Rache des Regengottes. Und wir haben ein Riesenproblem. Ich habe jetzt extra nochmal, ne, nachdem ich da weiter gesucht habe und gemacht habe und hier absolut nichts gefunden habe, habe ich weiter gesucht, mich jetzt noch ein bisschen länger damit beschäftigt und dann bin ich auf zwei Seiten getroffen, die geschrieben haben: Laufe vom Startpunkt ganz unten an der Karte entlang. Ich habe zwar keinen einzigen Screenshot gefunden, aber die sagen alle, also zumindest zwei Kommentare sind das, laufe ganz unten im Süden entlang. Neben ein paar Toten findest du dann auch den Schaman. So, jetzt wird's interessant. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg zurück bis nach unten. Und da dann lang. Ja. Das ist einfach mal voll fail. Einfach nur voll fail. Zwei Leute bis jetzt schon gestorben. Und wir sind ganz weit weg vom Schaman. Weiter weg geht's ja gar nicht. Ist ja der Wahnsinn. Ja. So, jetzt sollte es denen langsam wieder gut gehen. Was hat denn das Sven gemacht, dass der nix... Ist gut. Sven. Ja, komm, hau nein. So, jetzt hat er auch alles. Und jetzt... Alle noch einmal und dann sind sie voll. Jetzt heißt's wirklich zurück an Anfang. So, jetzt muss ich aber den Weg zum Anfang erstmal wieder finden. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn ich jetzt da hindrücke und der Letzte hat was gegessen. Ja, wo ist hier denn los? Bin gespannt, wohin. Es gibt bestimmt viele, viele Wege. Ich muss echt darauf achten, ob die Hunger haben oder jemand entgegenkommt. Ich gucke mal auf die ersten paar. Oh, oh, jetzt geht's nach Süden. Nee, doch, ne. Die drehen um. Was ist das denn? Okay. Schnell es einfach runtergeht. Irgendjemand hatte gemeint, dass hier irgendwo Bier liegt oder sowas. Aber man kann es ja leider ohne Kaserne nicht aufnehmen. Zumindest hier in Kaltus 1 nicht. In Kaltus 2 geht das. Boah, jetzt haben wir wahrscheinlich die ganze Folge damit beschäftigt, einfach nur heimzulatschen. Alter, wie lauft denn ihr? Das ist ja... Nee, ja, kommt. Das tue ich euch nicht an hier. Ja, wie? Lauft mal bitte ordentlich. Ja, wie? Dahin bitte. Jetzt dann da hoch. Ja, wie? Wenn die immer so drauf rumkauen, weißt du, und kein Bier haben, muss ich ja immer denken, kotzen die es aus und kauen nochmal drauf rum, ja, oder kauen die auf ihren Bärten rum, oder was machen die immer? Da war es schon wieder, da. Oder riechen die an ihren Händen, oder? Ja, will. Was zur Hölle machen die? Immer schön auf dem Weg bleiben, Jungs. Nicht irgendwo an den Rand oder irgendwas, sondern einfach nur auf dem Weg bleiben. Jetzt können wir eh gleich nochmal futtern gehen, gell? Mit der Zeit. Okay, gleich nochmal futtern gehen ist so eine Sache, ne? Wo staut? Wenn ihr vorne angekommen seid, futtern wir nochmal. Dann heißt's... Boah, Jungs, ey. Macht mich fertig. Da den ganzen Weg...
da, da, dann glaube ich da, 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 jetzt den ganzen Weg da rundum, daher, und dann sind wir schon fast da unten. Boah, Jungs. Wir haben jetzt in... Ne, wir haben jetzt nicht 5 Minuten für den Weg gebraucht, oder? Das kann doch gar nicht sein. Ja, will. Das kurze Stücke? Ja, so kurz war das gar nicht. Ist noch sehr verschlungen. Ja, einen guten, Jungs, einen guten. Was ich noch sehr lustig fand, beim ersten Mal googeln, wo ich gesagt habe, ich habe da nichts gefunden und dann wirklich was, ein Forum mit gelöschten Bildern, da habe ich ja direkt nach Kalchas, die Rache des Regengottes, Höhle der Offenbarung gesucht. Jetzt habe ich wirklich nur nach Kalchas, die Höhle der Offenbarung, Schamane gesucht. Weil wenn man nur ohne das Schamane sucht, dann kommt irgendwas, ja, da gibt Bier, deswegen habe ich das vorhin gerade angesprochen. Wie sieht's denn da aus? Kann man das nicht irgendwie aufheben? Nö, nur in der Kaserne und so. Das ist mir aber auch klar. Ja. Was ist da los, Jungs? Und was findet man noch so Schönes? Die kulturelle Semantik von Höhlen der griechischen irgendwas. Schamanismus von Yogi, was? Yoga-Wiki. Schlafen Reptilien in Höhlen und nur sowas. Muss man das verstehen? Ja. Alle schlafen bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dürfte hinkommen. Ja, will. Aufstehen. Ja. Und nochmal einen guten Hunger. So, jetzt ging's da lang und da lang. Durchs Bärenparadies, ja. Komm, ich hab gerade nachgezählt, es sind genug für jeden da. Da sind sogar noch welche, die habe ich gar nicht gesehen, weil die hinter einem anderen Busch waren, so wie du jetzt gegessen hast. Wer war's? Nee, du nicht. Du dahinter. Ja, Dolph. Hat wieder was gefunden, was ich gar nicht gesehen habe. Krass. Ein Viertel des Weges, nicht mal ein Drittel. Nee, andersrum. Ein Sechstel haben wir vielleicht geschafft. Hallo? Ja. Gleich wieder futtern. Das muss man echt ausnutzen, wenn hier so viel ist. Sonst kommt wieder so eine Kurve da. Heißt, so wie... Wo war das? Hier? Und wir dann hier hinten dann Hunger hatten. Und dann, rip, sind wir da angekommen, alle hatten Hunger und dann mussten wir wieder zurücklaufen. Und dann hat's ewig nichts gegeben. Und dann sind sie wieder halb verreckt. Oder hier unten, das war ja noch heftiger. Wo war's? Hier hinten. Das war ja heftig. Da wären sie mal erst fast, also hätte ich zurückrennen müssen, wären einige verreckt. Das auf jeden Fall. Da wären sie nicht mehr lebend wiedergekommen. Boah, aber dass sie echt zu falsch sind, hätte ich nicht gedacht. Man muss nur im Süden langlaufen. Jawel. Jawel. Kennt ihr einen anderen Weg noch? Ihr lauft jetzt auch den normalen, denke ich. Hier wieder diese wunderschöne Bärenallee. Ah ja, hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Hier sind ja die Arschlöcher. Ja. Wer will? Feuer frei! Auf sie! Wie schaut's mit euch aus? Euer Essen geht schon.
Da ist wieder Platz im Magen. Nach dem Marsch. Jo, jo. Ach ja, das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Wir haben jetzt schon wieder... Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange wir schon in dieser Höhle sind, aber 2-3 Folgen letzte Woche. Diese Woche alle 3 Folgen. Und das könnte noch eine Woche werden. Also es könnte die Mission mit den längsten, mit der längsten Folgendauer sein. Ist das jetzt gut oder nicht gut? Ja. Das ist schon eine sehr strange Mission. Aber die Höhle haben es auch riesig gemacht. Also ich könnte jetzt bestimmt noch locker einen Monat hier drin verbringen, jetzt von Folgen her gesehen. Mit 3 Folgen die Woche. Kann ich doch bestimmt noch einen Monat hier drin verbringen. Bis ich alle Gänge erkundet habe. Davon habe ich auch noch einige offen. Das hier, der hier, das war auch 100%ig Sackgasse. Unten ist noch irgendein Gang. Naja, also... Wenn es danach geht, habe ich echt noch ein bisschen was zu erkunden. Goku, kleine Leute, lauft schneller mit euren Beinen. Aber ich schätze mal, in der Folge schaffen wir die erste Hälfte des Rückweges. Hört doch auf, immer diese hässlichen Wege zu laufen. Das ist ja der Wahnsinn mit euch. Weißt, wenn ich euch nur ein kurzes Stück schenke, dann macht ihr das näher. Schicke ich euch aber über die halbe Map, lauft ihr voll die beschissenen Wege. Das muss ja auch nicht sein. Nachdem wir weit haben. Nee, wir füllen nochmal schnell auf. Füllen nochmal schnell eure Hungerreserven auf. Den Magen nochmal füllen, dann alle nochmal schlafen und dann... reiten wir erst hier hinter los, weil das ist wieder ein kleiner Stück länger. Und nachdem ich jetzt vorhin gerade gesehen habe, wie schnell das bei euch runtergeht, muss ich das jetzt echt nehmen. Wer ist der Letzte? Syrah. Halt. Schlaf, sieht so scheiße aus. Schlafen wir nochmal. Aber ich bestimmt unbequem. Erstens zum Beispiel die Leute in Kettenhemd, das ist ja eine Rüstung, Stahlrüstung, eine Eisenrüstung ist ja. Ist ja so schon nicht ganz so wendig und dann auf dem kalten Steinboden zu pennen, ist bestimmt angenehm. Und warm. Hä? Das sind so Sperrkämpfer hinten loben, aber die laufen bestimmt gleich durch alle durch. Die flitzen ja immer so voran mit ihrer Lederrüstung und den Sperren. Zip, 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 zip. Alter, fällt hier zickzack. Rup, 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 rup. Tut mir, glaube ich, schlecht werden, wenn ich das machen müsste. Ja, stimmt. Let's go. Chup, chup, chup. Da geht's nochmal zickzack. Jetzt geht's ein Stück geradeaus. Nochmal zick und zack. Jawohl. Könnt ihr gleich den Berg hoch. Jawohl. Es wird doch gleich gekämpft, Jungs. Bereitet euch mental drauf vor. Und nein, die schicke ich nicht vor, Gabelbart. Sonst geht's dir wie, Warte. Da war's. Sonst geht's dir leise wie Hafgrim. Und Sturla. Man hält halt mit einer Lederrüstung nicht so viel aus. Das ist das Problem. Ja, staut. Ja, staut. Mist. Ist jetzt schon gelaufen, als ich ihn angeklickt habe? Jawohl, jetzt. Feuer! Das ging schnell. Und. Essenphasen. Jawohl. So, oh, kommen die? Da kommt einer. Der will uns beim Essen stören. Jungs.
Und die Bogenschützen sind nun bereit, dass sie ihn ankündigen können. Doch, der Erste. Feuer! Die, die noch Hunger haben, sollten essen. Der Rest kämpft. So, wo muss ich jetzt lang? Da. Da geht's aber. Nee, das ist die Sackgasse gewesen. Genau, das war das Grippe. Also da lang. Und dann da. Ja, will. So, dann gehen wir erstmal da runter. Ah ja, da kommt er da einer. Aber kommt er zu mir? Liegt da echt Eisenerz, ja. Krass, liegt hier zwischendrin nochmal. Ist mir jetzt hier oben gar nicht mehr aufgefallen. So, wie sieht's bei euch aus? Halb, halb. Und machen wir da nochmal eine Pause. So viele Wächter schon getötet. Alles nur, weil sie mir böse sind. Ich würde dir nichts tun. Draußen waren sie auch wieder neutral. Durch die Spende bei den anderen. Aber nö, das haben sie sich nicht gemerkt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Zack, zack, tot. Oh, hier sind auch schon einige Skelette. Guten. Oh, yeah. Schauen wir mal, also den Großteil des Weges haben wir, denke ich mal, hinter uns einen groß verschlungenen Weg. Zumindest den Großteil des Weges zurück. Danach sollen wir ja uns südlich halten, wurde mir gesagt. Also, habe ich gelesen, so rum. Nachdem es da nicht ging, und da nicht ging, sind wir dann hier falsch abbogen. Also, wir gehen mal da lang. Also, wir gehen wirklich jetzt den südlichsten Weg und dann auf dem Weg bleiben, jetzt hieß es. Wenn ich mich jetzt nicht richtig, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, so rum. Das heißt, da lang, da. Ja, was heißt denn hier auf dem Weg bleiben? Da lang? Oder da lang? Wir nehmen hier jeden Weg da unten mit. So wie wir es hier oben gemacht haben, machen wir es auch da unten. Aber dazu müssen wir erstmal da runterkommen. Ach ja. Die Frage ist jetzt, machen wir nach den 3 Minuten, die wir jetzt, oder 2 Minuten, die wir noch haben, Pause oder machen wir einen langen Weg, dass wir wenigstens zurückkommen? Ein langer Weg, eine lange Folge. Bam. Jawohl, die sind gut gesättigt. Und die letzten zwei. Jetzt noch einmal gute Nacht. Und weiter geht's, Jungs. Aufstehen. Time to stand up. So. Weiter geht's, Jungs. Los. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Nachdem wir sehr viel Zeit verplempert haben. Aber cool gemacht ist das auf jeden Fall. Sieht schon lustig aus da oben. Diesen Kringeln und Co. Aber hier sind wir ja echt direkt am Rand. Da, weiter geht's, ne? Geil ist denn das denn? Wie geil ist das denn, der Junge? Jawohl. Auf ihn! Na gut, wenn die Sperrkämpfe jetzt so weit vorausrennen. Ne, machen wir den nochmal. So, alle am Haufen. Dann jetzt. Die Bogenschützen dürften eh gleich loslegen. Hallo, jetzt. Ziemlich spät, aber ja. Da kommt der Nächste. Da hat er den einen Schlag oder sowas. Jawohl, können sie von da oben schießen. Auf ihn! But damn, Jungs. Vorstaut. Ab hier zum Gebüsch. Und nach dem anstrengenden Kampf wird erstmal gefordert, wie immer.
Ja. Ja. Wie viel habt ihr noch? Tun wir den letzten Mann. Gut, drei Viertel. So. Und der letzte, komm, rup, renn damit. So. Aber mit diesen großen Fressen sage ich erst einmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.